Wo sind wir jetzt gerade? Oh, wir sind gleich wieder am Ende. Okay. Da ist der Aufstieg. Sehr schön. Hoch da, um die Ecke, Schwert raus. Klettermaus. Keine Fledermaus. Okay. Karte sagt, wir könnten es hier mit dem Sprung mal probieren. Weil hier ist noch ein nicht ausgefüllter Bereich. Das gucke ich mir, glaube ich, zuerst mal an. Ja, hier ist nichts. Okay, wieder hoch. Ich komme nicht wieder hoch. Wie jetzt? Nach oben gucken vielleicht? Das ist jetzt nicht so schön. Ich probiere nochmal ein paar Tasten aus, in der Hoffnung, dass irgendwas davon springen ist. Oh, da war springen. Sinnigerweise J. Okay, das hilft doch gleich viel. Ich kann nicht gleichzeitig nach vorne und springen drücken? Doch. Kann ich. Boah, das ist aber... Na komm. Wow. Achso, ich muss vor dem Stein springen. Hier. Sehr gewöhnungsbedürftig. Okay, rückwärts springen, rückwärts gehen, laufen, springen. Aha. Okay. So, wir würden gerne hier rauf. Und hier ist gar nichts. Ich könnte von hier oben mal testen, ob es Fallschaden gibt. Ich glaube, das mache ich mal. Nö, nicht so wirklich. Oh, das war nicht tief genug. Aber gut zu wissen, dass wir jetzt auf der anderen Ecke, also auf der ganz anderen Seite der Karte, einfach rüber hätten springen können. Aber wo jetzt lang? Karte sagt, da ist eine Brücke. Hier wissen wir nicht, was da ist. Wir versuchen mal links rum zu gehen. Und wenn das nicht geht, dann laufen wir an der linken Seite diesmal lang. Gucken, ob da irgendwo ein Aufgang ist. Und wenn nicht, gehen wir hierhin zurück und machen dann den Sprung. Und es scheint weiterzugehen. Also nach links. Sogar mit Hochgang. Sehr schön. Oh, Kampf. Kampf, wie wo war's? Ah, da. Schwert raus. Geh weg. Geh weg. Vielleicht kannst du ja doch vergiften. Oh. Vielleicht bedeuten die Sachen hier oben irgendwas. Also die Gargoyle-Augen, die manchmal auftauchen und der Schwanz, der sich vom Drachen bewegt. Wäre interessant. Wo bist du? Da bist du. Stirb. Komm schon. Haha. Also der Drache freut sich. Das ist schon mal schön für ihn. Wir haben Schuhe und ein Cap. Und die sind serviceable. Also gut zu gebrauchen. Schuhe anziehen. Cap anziehen. Sauber. Ist hier irgendein Geheimgang? Brickwall, 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 Brickwall. Nö, anscheinend nicht. Okay. Die Karte. Also ist hier nur kleiner Raum gewesen. Das heißt, wir laufen jetzt links an der Wand lang. Hier war auch irgendwo ein Frosch. Aber ja, links an der Wand lang, bis hier hinten hin und machen dann da hinten den Sprung. Bisher ist es doch schon ziemlich linear. Also was jetzt den Aufbau vom Dungeon angeht. Aber ich hoffe mal, sobald wir bei der menschlichen Siedlung waren, dass sich das dann ein wenig mehr aufspaltet. Dass man freier entscheiden kann, wo man lang geht und welche Aufgaben man zuerst erfüllt und so weiter. Hier war irgendwo der Frosch. Genau, da ist der Frosch. Jetzt biegen wir mal links ab. Oh, da geht's sogar hoch. Rauf da. Okay. Liegt da was? Ja, tut's. Da. Egel. Blutegel. Okay. Ach, Blutegel mal da rein.
So, und da können wir bestimmt drauf springen. J. Hops. Okay. Oh, vielleicht braucht man da Akrobatik für, um höher... Oh, Frosch, komm. Du bist bestimmt ein aggressiver Frosch. Jetzt auf jeden Fall. Blut. Blut für den Blutgott. Schädel für seinen Thron. Komm schon. Können wir nicht irgendwie hier rauflocken? Nein, nicht so ganz. Da bist du ja. Aha. Oh, du bist ein ganz schön garstiger Frosch. Vor allem haben Frösche normalerweise keine Zähne und keine Tentakel und mehrere davon. Bist vielleicht doch ein Oktopus, ne? Aber auch die haben nicht solche Zähne. Du bist irgendwas Hässliches, das sterben muss. Komm schon. Tada, Level 3. Wir wissen noch nicht, was es macht. Aber wir haben es. So, jetzt würde ich gerne springen üben. Wir müssen wahrscheinlich genau im richtigen Winkel darauf zulaufen, damit der Weg kürzer ist. So vielleicht. Und im letzten Moment springen. Das war zu spät. So, habe ich auch die richtige Taste? Ja. Nach unten gucken, wir wissen, ob wir springen müssen. Zu spät. Vielleicht kann man auch einfach vor eine Mauer sich stellen und J gedrückt halten zum Klettern. Probiere ich mal. J, 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 J. Nein, man kann im Wasser nicht springen. Man ist kein Delfin. Schade. Und springen. Nö. Das ist auch nicht wirklich so super knapp gewesen. Also kann es gut sein, dass man es erst später machen soll, wenn man genug Akrobatik hat. Suchen wir mal kurz die Karte. So. Sprung. Und das ignorieren wir erstmal. Und gehen links an der Wand weiter. Oder schwimmen links an der Wand weiter. Aber zurück zu diesen komischen Figuren. Also der hier freut sich, wenn ein Kampf gewonnen wird. Jetzt würde ich gerne darauf achten, was macht das da? Weil es wäre echt schick, wenn man angegriffen wird, dass dann irgendwas passiert. Also abgesehen davon, dass die Musik ändert, aber das tut sie eh alle 20 Sekunden. Das ist nicht so ein wirklich guter Indikator. Dieses Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö, gerade eben das könnte halt ein Gegner sein. Aber weiß ich auch nicht. Ich starre einfach dem Gargoyle eine Weile in die Augen. Sollte ich eher machen, wenn die Gegner da sind, Ja, macht mehr Sinn. Oh, und wir sollten gleich mal rasten und nach dem Rasten gucken, ob wir wieder was essen können. Also nicht direkt nach dem Rasten, sondern rasten, bestimmt durch die Gegend laufen, ein, zwei Mal getroffen werden und dann was essen. Weil Essen regeneriert uns ja auch gleichzeitig, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, Karte. Wir sind wo total anders gelandet. Okay. Aber wir müssten ja eh eher westlich. Also Westen und nur Frosch-Tentakel-Ding. Lauf, 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 lauf. Keine Augen, keine Bewegung bei den Drachen. Okay, so viel dazu. Da ist eine Kiste. So. Du Tentakel-Ding, kannst du auch an Land? Wahrscheinlich nicht, ja? Wo bist du? Da bist du. Ich hätte dich noch gern getötet. Für die Erfahrungspunkte und so. Genau, komm her. Oh, 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 nee, komm nicht her, komm nicht her, komm nicht her, komm nicht her. Geh weg. Geh weg. So. Essen. Essen. Und das wird wirklich schlecht. Nee, day old piece of meat. Ups. Wir haben mal genug gegessen, aber anscheinend hat er immer noch Hunger. Hilft aber nichts. Wir müssen schlafen, sonst kippen wir gleich tot um. Es sind gefährliche Kreaturen in der Nähe. Das Ding kann uns aber nicht angreifen, es ist im Wasser. Ohoho. Ja, 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 ja. Also ja, das ist im Wasser, das kann uns nicht angreifen. No, oder sie meinen die beiden. Aber die haben eigentlich nicht so viel ausgehalten.
Hoffen wir mal, dass die schnell sterben. Jo, einer tot. Noch einer tot. Komm schon. Jo, noch einer tot. Jetzt schlafen. Ja, sehr schön. Und nicht voll, aber schon wesentlich besser. Und wir haben wieder die Fackel vergessen. Gut, Fackel weg. Was haben wir hier noch? Schädel, Schrott, Holz. Und hier bei dem Tentakel-Ding war noch was auf dem Boden. Genau, das da hätte ich gerne. Achso, nicht unbedingt eine Kiste in die Kiste tun. Noch mehr Ruhm. Da und da. So. Ich hätte gern bald mal eine Schriftrolle, die mir sagt, wie die Runenzauber funktionieren. Das wäre super. So. Kerze ist nicht so gut wie eine Fackel, wie ich gerade sehe. Er hält fast gar nichts. Und wo zum Geier sind wir gerade? Sieht aus wie eine Festung. Mit noch mehr Schrott auf dem Boden. Jo. Holz. Holzflocken. Oh, Kräuter. Aha. Komisches grünes Ding. Schleim, hm? Ne, Blutflecken, aber grüne. Oh, die könnten von Goblins sein. Und das könnte die große Brücke sein. Ist sie aber nicht. Sprung. Ja, ich glaube, wir müssen hier irgendwo hin zu den Menschen. Also will ich nicht unbedingt weiter über die Brücke gehen, sondern mich westlich halten. Und nördlich. Und bewaffnet am besten auch noch. Genau. Oh, was bist denn du? Oh, das ist das Zeichen von unseren Jungs. Also von den Avatar-Fans. Klick. Rein da. Und sprechen mit... Du siehst nicht so aus, als wenn du zu uns gehörst. Wer geht dort? Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Mein Name ist Gerogon. Mein Name ist Gerogon? Gerogon, ha? Huh? Ich glaube, ich habe von dir gehört. Du bist neu, oder? Du kommst zu dem richtigen Platz. Die Grauen Goblins sind die mächtigste Gruppe hier. Es ist eine gute Idee, mit dem König Ketschawal zu sprechen. Er ist sehr weise und stark. Aber du solltest vielleicht vorher mit der Königin Retichal reden. Und du kannst weitergehen. Auf Wiedersehen. Ich wollte nicht... Ich dachte, du wärst irgendein Haustier von den Menschen. Und warum haben sie das Symbol von denen? Avataren? Also von dem Avatar? Also der Mensch meint, es wäre der Ankh. Dass das das Zeichen von Zivilisation ist. Aber die Goblins hörten sich auch sehr zivilisiert an. Sollten wir auf jeden Fall auf der Karte einzeichnen. Nicht da. Da. Graue Goblins. Enter. Und es wird, glaube ich, auch wieder Zeit abzuspeichern. Noch eine Kleinigkeit essen. Können wir irgendwo unseren Hunger sehen? Nur Skills. Ja, und davon hat sie bisher noch nichts erhöht. Wir brauchen wirklich einen Trainer. Aber gut, hilft nichts. Ich speichere mal ab und wir sehen uns gleich wieder.